Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden vom Modellbahn Schublippe. Heute Morgen hat mich im Lager gleich wieder was gefangen. Und zwar die Class A3 von Märklin mit der Artikelnummer 39968, der Flying Scotsman. Und was soll ich sagen, die Verpackung verspricht schon sehr viel, aber das Modell toppt das Ganze noch. Das ist ein Jubiläum, 100 Jahre Flying Scotsman. Es ist ein Museumsmodell der Epoche 6. Was auch gerade das Original steht in York in einem Museum, kann noch besichtigt werden und ist frisch restauriert. Und bevor ich das Modell einmal auspacke, gucken wir uns wie immer erst die Geschichte zum Vorbild an. Die Flying Scotsman, eine Dampflok-Legende, wurde 1923 von Sir Nigel Gresley für die London and North Eastern Railway, ELNR, in Großbritannien entwickelt. Sie war bahnbrechend, da sie die erste Lokomotive war, die auf britischen Schienen 100 Meilen pro Stunde erreichte. Ihre Hauptstrecke verband London und Edinburgh und wurde zum Inbegriff des Luxuszuges The Flying Scotsman zwischen den beiden Hauptstädten. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Flying Scotsman unauffällig schwarz lackiert, um sich vor Luftangriffen zu schützen. Nach dem Krieg wurde sie in ihren ursprünglichen Farben restauriert und setzte ihren Dienst auf der East Coast Main Line fort. 1963 wurde sie privatisiert, wechselte mehrmals den Besitzer und wurde 2016 erneut in Betrieb genommen. Heute befindet sich die Flying Scotsman im National Railway Museum in York und zieht nach wie vor Eisenbahnfans aus aller Welt in ihren Bann. Ihr Vermächtnis ist ein Symbol für die Eleganz und das Erbe der britischen Eisenbahnen sowie ein Zeugnis der technischen Errungenschaften vergangener Tage. Dann wollen wir das Ganze mal öffnen. Hier ist es schon, wir haben wie immer eine Blisterverpackung. Öffnen können, hier drunter befindet sich natürlich noch eine Anleitung. Einmal alles rund um die Funktion. Es gibt insgesamt 30 Funktionen, darunter auch viele Lichtfunktionen, zu denen ich gleich noch komme. Wir haben eine Spielewelt-Anleitung. Wie immer ist hier einmal der Führerstand erklärt und wie man diesen bedient mit der CS3. Natürlich in mehreren Sprachen. Diverse Zurüstteile sind noch natürlich dabei, wie immer Luftstäuche, Kupplungen und so weiter. Es sind auch Teile dabei, die man anbringen kann, wenn man die Lokomotive nur in die Vitrine stellt. Manche Teile für den normalen Fahrbetrieb nicht geeignet sind, steht aber auch genau in der Anleitung. Wer das nachlesen möchte, kann das gerne dort tun. Da ist es schon. Und die ist auch schon das schöne Stück. Ganz schön schwer ist sie. Die wiegt knapp 500 Gramm. Ich glaube 495 Gramm ist das genaue Gewicht. Das kommt daher, dass wir ein Gehäuse komplett aus Metall haben. Und trotzdem ist es sehr, sehr gut detailliert. Wir haben oben freistehende Nieten. Es gibt Sandfallrohre, die wunderbar angebracht sind, ohne dass es die Lok beim Fahren stört. Auf dem Führerstand ist eine Lüftung, ein Blech, das, wo man wirklich durchgucken kann. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Wir werden gleich nochmal Bilder dazu einblenden. Ich glaube, dann kann man das besser erkennen. Also hier ist es auch ganz, ganz fein gearbeitet mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Sogar das Gestänge ist komplett aus Metall. Und die Lokomotive kann auch einen Radius von 360 mm, also den Märklin Radius 1, problemlos befahren. Wer sehr, sehr große Radien hat, oder das Modell nur in der Vitrine sich anschauen möchte, der kann noch den Lok-Tender-Abstand verkürzen, sodass das Ganze etwas näher beieinander ist und etwas besser aussieht. Natürlich haben wir hier für die Fahrer oder für die, die Fahrbetrieb betreiben, auch einen MFX-Decoder mit Sound an Bord. Insgesamt 30 Soundfunktionen. Wir haben dynamischen Dampf. Das heißt, bei jedem Zylinderstoß kommt auch eine große Rauchwolke raus. Wir haben viele, viele Lichtfunktionen. Darunter natürlich das normale, die normale Beleuchtung. Wir haben eine Führerstandsbeleuchtung und eine
Gangbeleuchtung im Tender. Jetzt werden Sie sicher fragen, was ist das denn? Wir haben in diesem Tender, der ist umgehbar von hinten. Hier sieht man eine kleine Tür und hier ist natürlich ein Gang. Und bei diesem Fenster, hinter diesem Fenster befindet sich eine Beleuchtung, dass auch hier das Lokpersonal nicht im Dunkeln durch die Lokomotive durchwandern muss. Die Lokomotive hat 3 angetriebene Achsen, macht ja auch Sinn wegen dem Gestänge, und davon ist eine Achse mit 2 Haftreifen bestückt. Und jetzt habe ich genug geredet, jetzt möchten wir natürlich das Modell mal in Aktion sehen und wir schauen uns die einzelnen Funktionen im Detail an. Entworfene Pacific-Dampflokomotive, die 1923 bei der London and North Eastern Railway in Betrieb genommen wurde und 2 bahnbrechende Weltrekorde aufstellte. Im Jahr 1934 erreichte der Flying Scotsman als erste Dampflokomotive eine Geschwindigkeit von 100 Meilen, was 160,9 km/h entspricht. Zudem stellte er im Jahr 1988 in Australien den Rekord für die längste Non-Stop-Dampflokfahrt mit 680 Kilometern am Stück auf. Die Lokomotive feiert im Jahr 2023 ihren 100. Geburtstag und wird verschiedene Veranstaltungen im gesamten Vereinigten Königreich besuchen. The train arriving at Platform 1 will be the Flying Scotsman service to London King's Cross via York. Das war es auch schon wieder mit dieser Produktvorstellung. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Wenn Sie weitere Wünsche haben, was wir gerne mal zeigen oder vorstellen sollen, schreiben Sie es gerne mal unten in die Kommentare. Darüber freuen wir uns sehr. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser wunderschönen Neuheit und viel Spaß mit dem Hobby Modelleisenbahn.